Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockDev Fallout 4. Hier mit der Maya Müller am Start und der freundlich Fashion Piper, der mir gerade die Wumme ins Gesicht hält. Ja. Gestern haben wir ja diesen schönen Absturz gehabt. Keine Ahnung, woran das war. Jetzt wollen wir uns hier mal den kleinen Gunner-Problem widmen. Der lässt mich hier auch gar nicht so schön moderieren am Anfang. Schlimm so. Der hat nichts dabei gehabt. Was war das? Das heißt, wir widmen uns jetzt direkterweise dem unfreundlichen Personal da vorne. Das heißt, einmal der hier. Schön mal reingedrückt alles. Der liegt auf dem Boden. Und dann kommt der andere dann hier ran. Der kriegt's dann auch einmal in Torso besorgt. Der kriegt's besorgt. Ja. So, und auch du dann natürlich bitte mal so schön einmal rein. Und damit ist der Geschichte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum denn nicht? Gleich so. Plasmakartusche. Stimpack. Und dann sagt man wieder, ja, das ist natürlich voller Vor. Kann natürlich auch abstürzen. Aber da gibt es ganz andere Leute, da stürzt das Spiel viel öfters ab. Also, ich bin in dieser Hinsicht doch recht verschont von Abstürzen, ne? Ja. Mal gucken wir uns mal um, ob wir hier noch vielleicht was Schönes finden. Manchmal kann es ja sein. Manchmal habe ich Glück. Manchmal finde ich auch was. Hier wäre noch eine Leiche. Patrone nehmen wir natürlich auch mal mit. Danke sehr. Und schon wieder sind wir auf dem Weg. Keine Ahnung. Keine Ahnung und da nicht viel. Mein Gott, ich hätte ein kühles. Na, ihr wisst schon. So, da vorne ist schon die Farbe. Blaue Farbe nehmen. Wir nehmen auch noch die andere Farbe hier mit. Leere Farbdose. Keine Ahnung, da haben wir nochmal eine blaue Farbe. Nehmen wir alles mit. Hier haben wir nochmal einen Farbmischer. So, stell grüne Farbe her. Danke sehr. So, haben wir gemacht. Ist entfernt. Ich soll wieder zurückkehren. Ist eine coole Nummer. Das heißt, wir können direkterweise raus. Es war eigentlich ein sehr schöner, flotter Auftrag. Bis halt auf die Tatsache. Stimpack Redaway aufbereitetes Wasser. Bis auf die Tatsache, dass das halt abgestürzt war. Und dadurch hat sich das jetzt ein bisschen... Achso, Kisten. Ein bisschen anders gestaltet, ja, als ich mir das gedacht habe. Gut. The Fans. Level 59 haben wir übrigens. Das heißt, wir werden mal gleich skillen. Wir werden mal gleich skillen. Und ich habe schon eine Ahnung, was ich skille. Wir skillen jetzt was für den Kohle-Counter. Wir brauchen nämlich Kohle! Money! Monetas, Asche, Zaster. Naja, wir kennen es ja. Viel Geld. Geld, 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 Geld. Wir kümmern uns ein bisschen um den Geldskill. Damit wir finanztechnisch auch da nochmal ein bisschen unabhängiger werden. Das machen wir dann mal. Okay. Das heißt, wir gehen einmal hier rein. Wir gehen einmal in unseren Skill-Menü rein. Und dann machen wir das hier. Du weißt, wie der verborgene Reichtümer des Südlands kommt und findest mehr Kronkorken in Behältern. Das wäre die eine Sache. Schnorrer wäre das andere. Munition wäre vielleicht auch ganz geil. Oder ich gehe erstmal ganz woanders hin. Warte mal, ich bin mal kurz am was überlegen. Mach mal Revolverheld, Kommando. Schleichen. 50% schwerer zu entdecken. Und Laufen wirkt sich nicht mal negativ auf deine Tarnung aus. Da steht schon, es gibt so viele geile Sachen. Es wäre immer noch besser als die Kohle-Counter. Du hast keine Zeit zu verlieren. Aktionspunkte regenerieren sich 25% schneller. Ist auch geil. Actionpunkte. Ich bin fast überlegen, mal lieber das nehmen. Bewegliches Ziel. Keine Treffer, keinen Schaden. Jetzt 25 Resistenzen. Ninja. Dreifachen Schaden. Nahkampfschleichen, vierfachen Schaden. Ah,
Linke Finger, schneller nachladen. Das waren die Nahkampfangriffe. Die sind nicht so toll. Du hast gelernt, Kampfkurve, Waffeneinsatz zu kombinieren. Du fügst deine zweiten und drauffolgende VSTC zu mehr Schaden zu. Es ist echt schwierig. Vierwelliges Kleeblatt. Das Glück ist Hold. Jeder Treffer im VST hat eine Chance, deine kritische Leiste zu füllen. Hier, das glaube ich war geil. Der Tod steht ja gut. Töte im VST. Besteht 15% Chance, Actionpunkte vollständig wiederherzustellen. Kann man mehr oder weniger von Tod zu Tod springen. Mega kritische Treffer. Inselbegabung ist Schwachsinn, mysteriöse Dings ist Schwachsinn. Ich denke, wir gehen doch erstmal auf Kohle-Counter noch. Kohle-Counter. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Da ist Kehrt zu Abbott zurück. Können wir machen. Ah, oh, Karte. Weiß, ich komme immer durcheinander. Ich will das mit WASD steuern, die Karte oder so. Und dann, ihr versteht schon, was ich meine. So, Diamond City, danke. Gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal hier zurück. Gehen wir die Couleure ab. The Couleure, Couleure. Yeah, color, color, color. Color up your life. Ja, color up your life. Flammenwerfer, kommen Sie mal an. Danke sehr. Und da sind wir. 91 Meter. Wir rennen mal. Wir haben es ja drauf. Ja. Yeah. Da komme ich gar nicht durch. Ich muss wieder diesen Umweg gehen. Ja, das ist ätzend, die Stadt hier. Also mit Diamond City werde ich nicht wirklich warm. Der eine Draufblick sieht zwar cool aus, aber wenn ich hier immer raus bin, bin ich auch froh. So. Du bist zurück? Ja. Hast du die Farbe gefunden? Ich würde mal sagen, ja. War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Aha. Reiche mal an, machen wir. Farbe. Grüne Farbe benutzen. Gut. Hallo. Hallo? Na? Bei der Arbeit? Richtig schönes Grün. Ja. Der Mauer scheint's zu gefallen. Ja. Hab ich gern gemacht. War mir eine Ehre. Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Oh. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich bin froh. 250 Flocken. Die Mauer bedeutet einer Menge Leute hier sehr viel, Blue. Ja. Gerne doch. So, das haben wir auch. Mensch, das geht ja hintereinander wie ein Flöckchen hier. So, was haben wir denn hier? Erkunde Combat-Zone. Dann haben wir hier unten die Andrew Station. Da haben wir ja diese... Wir machen erstmal die Andrew Station. So, einmal dahin. Gucken wir uns mal da um. Gucken wir mal, was die Andrew Station hergibt. Oh Mann. Eine Sache nach der anderen. Dann wollen wir mal schauen, wie wir herankommen. Ah, da sind sie wieder, ja? Die Robohirne. Hallo, Robohirne. Ich? Soll ich so eine Handbewegung machen, keiner sieht. ja, das bin ich. Ja? Zocken ohne Facecam. Aber Bewegungen vor der, so machen, als hätte ich ja eine Kamera. So gestikulieren und alle drum und dran und mal auf dem Fernseher hinzeigen, wo ich was zeigen wollte, aber sieht ja keiner. Da müsste ich sowieso zwei Kameras haben. Einmal sozusagen, die mir zum Gesicht hingeht und eine sozusagen hinter meinen Rücken, damit man immer sieht, wo ich hinzeige. Gut, Fallensteller. Was zum Teufel war das? Ja, warte mal, wir rennen hier einfach rein. Wir machen das ganz einfach knallhart, ja. Wo kommen wir denn hier schön rein hier? Hier könnte ein Eingang sein, danke sehr.
Für den Nahbereich, Header für den Kopf, danke sehr und Bam. Warte, du willst noch einen Header haben? Oder einen Torso? Ja, ja, so, dann kommt die Anlage hier ran. So. Alter Falter, die pfeffert aber schön. Ja. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen Wasser. Davon haben wir eh so einiges. So, der kriegt einen Header. Okay. Haben wir. Da hinten ist der legendäre Raider. Raider und der Pausensnack. So, dann gehen wir mal da rein. Ja, ja, ja. Ich will hier schön nah ran, dass ich hier einen 95er Header bekomme. Danke sehr. Weißt du was? Wir machen ja alle so richtig volle Pfund rein. Genau. So, ein Schuss ist noch, dann ist der Geschichte. So. Oder so. Okay. Den haben wir ewig erledigt. So, die sind irgendwie über uns. Das heißt, wir können erstmal hier mal gucken. Was hat er denn hier? Eine Rohrzange. Oh, die ist so toll. Ey, so ein Mist. Ja, Kronkorken. Patrone, Stimmpack. Auf jeden Fall. Danke sehr. Mülleimer. Bügelsäge. Ist ja toll, die Bügelsäge hier. Ne? Warum müssen sich immer wehren? Weil Meier Müller das generell macht. Das haben wir. Kronkorken und Patronen. Irgendwo ist er, da hinten. Das heißt, wir gehen wieder so schön in den Nahbereich ran und der kriegt dann gleich meinen Header hier reingedrückt. So. Voll Close Combat. So wie der Schrotfinder eigentlich ist. So, haben wir. Sie ballert schon mal fleißig hoch. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Nein, aber du kriegst einen Header von mir. Zwei Stück, danke sehr, gratis. So, du blutest aus, denke ich mal. Genau. Kronkorken, Ditte. Alles schöne Zeug, ja? So, und jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwo was liegt. Da liegt nichts mehr drauf. Hier sieht es eigentlich sehr clear aus. Wir können mal nachladen. Okay, hier ist alles schön saftig. Schon leer, 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 leer. Oh. Nehmen wir mit, danke. Eine Matratze zum Schlafen. Ich werde bestimmt nicht im Feindgebiet schlafen. Hallo, ich bin zwar manchmal irre, aber so irre bin ich auch nicht. So, wir gucken mal hier in den Seitengang rein. Was haben wir hier? Stimpack, Radobay, aufbereitetes Wasser. Halt, der Mülleimer könnte noch was haben. Kronkorken. Jetzt haben wir wirklich überall geile Kronkorken. Yeah. Abtrünnige Roboter abgeschlossen. Danke sehr. Und die kriegen XP. Ja, das ist dann wohl das, was derjenige mir halt geraten hatte, dass ich... dadurch, weil meine Leute hier Patrouille laufen. Oh, Kronkorken, es ist geil. Ey. Verbesserter Safe-Knacken. Nee. Kronkorken. Wie gesagt, dass meine Leute Patrouille laufen und dann eh alle drum ballern. Das wird das wohl sein. Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist die geilste Maya Müller im Land? Da ist nur Jet drin, ja? So, bevor ich da reingehe, nehme ich noch mal ein bisschen Wasser zu mir. So, danke sehr. Immer hier hinein mit uns in die Andrew Station. Oh, ich bin jetzt daher so ein bisschen happy. Ich habe jetzt ich bin jetzt so im Feeling-Modus. Kennt ihr das Feeling-Modus? Wenn man so in so Flow reinkommt, so Gaming-Flow und erstmal so Flow hier. Wer ist da? Ja, keine Ahnung, wer da ist. Oh, jetzt geht's ab. So, einmal Töle. So, du kriegst einmal einen Torso. Du kriegst gar nichts, weil du mir zu nett hier bist. Du kriegst den Kopf hier dran. Das ist gleich mal der Kampf. Ach nee, den habe ich gar nicht erwischt. So, jetzt aber. So, 95er Header, zwei Stück rein. Du kriegst auch Header rein. Dann sollten die beiden auch Geschichte sein. Der ist zumindest veteranisch. So.
Ja, das wurde mir schon öfters gesagt, dass ich tot bin, weißt du? Und irgendwie ist das nie so in Erfüllung gegangen. So, unter uns sind Leute. Gut, dann nehmen wir noch mal ein bisschen Wasser. Ich sage ja zu Vollortwasser. So, Kronkorken, das haben wir. Da ist sonst weiter nichts drin. Experten. Die bekomme ich so nicht auf. Ja, die kriege ich so nicht auf. So, wartet mal. Da sind Personalien, um die kümmern wir uns mal. 95er Header. So, ich wollte eigentlich den anderen noch markieren. Das heißt, da noch den hier Header. Danke sehr. Und damit sehen wir auch die beiden Geschichte. Hallo, danke. Kronkorken und Patronen, danke. Und du bitte auch Patronen. Es kommt so richtig Material rein. Das ist schön. So, jetzt wollte ich erstmal nochmal gucken, ob ich hier was aufmachen kann. Da ist nichts drin. Kronkorken, danke. Normale Kohle, Kohle, Kohle. Hier wäre ein Safe. Den kriege ich nicht auf. Kronkorken. Mülleimer, da ist nichts drin. Mach mal ein bisschen Licht an. Auch wenn ich dieses grünliche Licht eigentlich gar nicht mag. Kronkorken. Das ist wieder Ort auf Ödür. Machen wir die mal auf. Aha. Spielzeug für die Kids. Ja. War das alles? So, hier, Header. Alter, wer ballert denn hier da? Ach, da hinten. So, Header mit Space-Taste. Das ballert ich das dummerweise alles in die Wand. Das ist ganz bescheiden. So, kurz wieder laufen, auffüllen lassen, so Rand, Hacke, Nacke und Baller. So. So, den haben wir. Ne? So läuft es. Da war ein Geschützgeräusch. So, was haben wir da? Brutal, automatisch Radiumgewehr. Hat aber kaum Damage. Das ist ein Witz, das Ding, ne? So, Patronen wieder. Splittergranate können wir liegen lassen. Das ist alles Schrott. Und hier irgendwo war jetzt noch die andere Person, die ich erledigt hatte. Hallo? Ist dich wohl für ganz hart, was? Ja. Yeah. Hier kam ich raus. Wo ist die andere Personenleiche? Hier. So, danke sehr. Die können mal da runter irgendwo. Jetzt muss ich mal den Weg hier finden. Hahaha. Da lang. Okay, Sturmgewehr. Bitte. Ja, die können wir mal hier mal entschärfen, die Dinger. So. Genau. Und der auch mal entschärft. Danke. Gut. Können wir auch mal ein bisschen schleichen? Können wir auf die andere Waffe? Irgendwie kommen wir in die falsche Richtung. Wir müssten eigentlich theoretischerweise in die Richtung. Aber irgendwie, geht das nicht. Oder ich muss auf den Gang. Kann natürlich auch sein. Schauen wir uns das mal an. Aha. So, das war nice. Das war nice. Hier ist irgendwie so ein Radio, was ich ausschalten muss. Weil ihr kennt ja GEMA-Probleme, so zack. Darf ich ja mal bitte durch? Danke. Da hätten wir einen Tresor. Den werden wir aber bestimmt nicht aufkriegen. Ja, Experte. Wir sind sowas von unexpertisch. So, Kronkorken, Schrotpatrone, Vase, nein. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Weiße Öl brauchen wir auch nicht.
Splittermine. Nee, die lassen wir erstmal nochmal sein. Hier, das Geschütz auf jeden Fall erstmal. Danke. Naja, das war klar, dass ich da wieder versage. Hast du mich verhindern oder was? So. Keine Ahnung, warum ich jetzt dafür 3 Schüsse brauchte. Kann ich echt nicht wissen. So, gibt wieder ein bisschen was Wässriges im Bauch. So. News, Kronkorken drinne. Ah, das ist geil, das gibt mir eine Kronkorken. Kohle, 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 Kohle. Ach, ist das geil. Es gibt hier Kohle ohne Ende. Ja, nehmen wir sowas mit. Sowas kann man immer gewonnen. High-Tech-Material. Das sogenannte High-Tech. Ah, der ist keine gute Trefferzone gerade. Ich muss ein bisschen näher ran. Scheiße, was war das? Das weiß ich noch nicht. Ich will erst mal kurz mal gucken, was haben wir denn hier? Wir hatten eine rote provisorische Batterie. Die können wir mitnehmen. Das ist doch scheiße. Habt ihr das gehört? Was ist da drin, hä? Zu ihrer eigenen Sicherheit. Hallo? Hallo? Irgendwie klingt inzwischen. Den krieg ich nicht. Raider Ödlinger. Da sind sie. So, der kriegt einen Header. Der kriegt einen Body. Bodycheck sozusagen. So. 72er Header. Der sollte sitzen, so theoretisch. Also, so, okay, dann kommt der hier ran. 76er Header. Genau. Hab die Spur verloren. Ja. So. Das nennt man Entsorgungskommando. Ja, ja. Patrone, Impro sowieso, das ist alles Müll, weg damit. Gucken wir mal weiter. Hier ist Einsteiger. Genau die richtige Kiste für uns. Ja. Cool. Aber sowas von cool. So, aber wir brauchen davon nicht. Das ist alles Müll. Verwenden wir nie. Das verwenden wir nie und nimmer. Oh. Nicht. Was ist drinne? Nicht. Unlangweiliges Messer. Wie sieht's denn aus mit unseren Skill? Wie weit sind wir denn eigentlich? TP? Das sind die Trefferpunkte. Warte mal. Stats müsste es sein. Na, wir haben schon wieder ein bisschen geschafft. BRQ. Unkorken. Muni. Hallo, hallo Muni. Alles Schrott, 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 Schrott. Ich glaube, hier kann ich das Licht ausschalten. Sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Stimpack, danke. Alter, wir stopfen uns echt mit Material langsam zu. Oh, 05er Muni. Kronkorken. Es ist so geil mit der Kohle hier. Es ist so geil mit der Kohle. Es ist so geil mit der Kohle hier. Aha. Hier geht's weiter. Mhm. Siehst du überhaupt, wohin du gehst? Ja, ja, ich sehe schon, wo ich überhaupt hingehe. Jetzt brauchen wir ja doch ein bisschen Licht. Was haben wir hier? Nüscht, nüscht, nüscht. Lass mich mal bitte durch. Ey, bye bye. Also wenn die Lady im Weg steht, dann steht die... Dann steht die Lady im Weg. Okay, irgendwo hier. So, Torsorette. Danke sehr. Auch Torsorette. Danke sehr. Go. Autsch. So, einmal Hundi, Schädel, danke, 92er Treffer. So, der ist legendär.
Das wäre ein normaler Ödländer. Den machen wir nochmal so. Dann gehen wir auf die Waffe. Warten unsere AP mal kurz ab. AP. Die APs könnten wirklich etwas schneller kommen. So, Header mit Space-Taste. Bam. Ja, das war auch der gewesen. Nice Nummer, hä? Nice Nummer, hä? Hallo Piper. So, Mischlingsköterfleisch. Oh Gott, Mischlingsköterfleisch. Ich hab manchmal echt geile Bezeichnungen. Wollen wir mal gucken. Ausgezeichnet. Hier ist schon wieder ein Radiumgewehr. Das, was ist denn das für ein Müll? Da kann ich jetzt anfangen. Patrone, bitte. Ja, ansonsten hat der hier nichts. Funkkorken, Patrone. Auf jeden Fall ein Stimmpack, den nehmen wir auch mit. Da ist das Pack ganz schön verstimmt. Warte, Verstimmt-Pack. Aha, was haben wir hier? Okay, ich glaube, hier können wir aus der Deckung rausgehen. Flaschen, Süßkuchen. Da liegen noch mal Kronkorken rum. 19 Kronkorken. Ja. So, haben wir. Zigarettenkiste. Hier geht's noch mal lang. Ich will erstmal kurz die Typen da unten noch. So, okay. Kronkorken sowieso. Schön. Sehr schön. Schön. Es läuft. Also, das war, also die Skillung jetzt so, das läuft. Jetzt wird das so regelrecht zu mir Nuss. Jetzt rauscht man hier so schön durch, macht und tut und holt und macht. Versteht ihr, was ich meine? Genau das ist geil, ne? Jetzt kommt so ein bisschen das Hunting-Feeling, ne? Wir gehen auf Verbrecherjagd. So, jetzt mal hier hoch. Da kommt ein Geräusch. Da kommt. Hey, wer ist da? Wer ist denn da gewesen? Ich werde gerade. Egal wer da ist, der nennt sich Abschaum. Ja. Hallo, Herr Abschaum. Funkhorken, Schroti. Noch ein Stimmpack. So, 8 und 9 und sowieso Torso. Danke. Ja, natürlich geht das halt darin. Was für eine Verschwendung. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Weißt du was? Du bist Changer, aber nicht mehr lange. Oh Gott, ey. Ja, dein Bein. So, lass mal die AP kommen. Danke sehr. Changer treffe ich nicht. Geschütz treffe ich auch nicht. Komm mal kurz zurück. Dann gehen wir mal hier rein. Falscher Knopf, halt mal wieder mal. Torso retten, auf jeden Fall. Und dann nochmal das Geschütz. Dann machen wir auch mal. Geht nicht. Oh. Piper hat's gerissen. Da steht er. Und was ist los? So, Ödländer, Header. So, den haben wir. So, auch nochmal Header. Denke ich. Hey, das sieht so bescheuert aus, wenn der Kopf so runterfällt. Das ist total überzogen. Das ist total überzogen. Aber sowas von überzogen. So, Gehäuse. So, damit hat's das Ding gerissen. So, Piper, sie dürfen aufstehen. Patrone. Patrone. Hat die keine Waffe für mich gehabt? Jagdgewehr, kurz. Scheint so. Er hat nichts. Das ist schade. Ja, so leichte. Das nennt man dann die leichte Enttäuschung. So, dann wollen wir mal gucken. Reload. Danke.
Wenn man was trinken will, kann ich mir schlimmere Orte vorstellen. Die wurde hier mit Tomakus beworfen. Die ist keine gute Künstlerin gewesen. Die wurde mit Tomakus beworfen. Ja, die hat gar keine gute Musik gemacht. Bohrkriegskohle brauche ich nicht. Nehmen wir mal das hier mit, das ist so High-Tech-Zeug. Da geht das Kabel lang. Da geht das Kabel lang. Da haben wir ein Knöpfchen. Drücken wir den mal. Da drückt er da den Knopf. Schrot. Rest ist Müll. Was haben wir drinne? Baseball. Müll. Das war's? Das ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Hat ein bisschen mehr erwartet. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Also war auch ein. Davon mal. Oh. Okay. Wo geht's da hin? Aha. Und? Hm? Lade, 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 Screen. Bohrkriegskohle nur. Warum liegt denn da eine Leiche? Oha, da liegt eine Leiche. Ich das Harte, du das Weiche. Oh, wir haben mal richtig mal. Wir haben mal wieder richtig taghell. Haben wir ganze Weile nicht gehabt. Gut, nehm mal mit, du brauchst das eh nicht. Ja? Oh, 03er. Reparatursatz und dann nochmal ein Kopf von denen. Ich glaube, das war das Schlachtfeld, wo wir hier waren. Ne? Das sieht sehr danach aus. Ja? Mechanist-Holoband. Das sind diese typischen Holobänder, die da drin waren. Die brauchen wir nicht. Bogenkorken, Patronen ohne Ende. Ist so geil, was da zusammenkommt. Es ist so super. Gut. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann gucken wir mal, wo wir weiterkommen. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag und ciao, ciao.